Niklas Grütten lebt seinen Traum. Er fährt mit seinem pinken Rennauto auf den großen Rennstrecken der Welt, kämpft bei Tempo 240 um Punkte und Siege. Alles für das große Ziel. Für die Formel 1 braucht man sehr viel Glück und man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deshalb versuche ich auf jeden Fall mit Rennsport mein Geld zu verdienen und möchte auf jeden Fall in einer Elite-Motorsportliga fahren. Das Kinderzimmer eines Nachwuchsfahrers. Dort, wo bei anderen Jugendlichen die Spielekonsole steht, trainiert Niklas an einem 20.000 Euro teuren Rennsimulator. Mit dem kann er von seinem Kinderzimmer aus für die Rennen am Wochenende trainieren. Die Rennstrecke, das Auto, fast alles wie in echt. Wir kommen einen Tag vor Wochenendbeginn an. Und dann müssen wir Daten machen und uns auch da nochmal vorzubereiten. Und dann ist es besser, schon mal ein paar Runden gedreht zu haben, um zu wissen, wie die eine Kurve sich anfühlt, als einfach Freitag sich ins Auto zu setzen und gucken, was passiert. Die Leidenschaft für den Motorsport hat Niklas von seinem Vater geerbt. Der fuhr hobbymäßig Rennen, nahm Niklas mit 7 auf eine Kartbahn mit. Seitdem kennt Niklas nur noch eins: Rennen fahren. Er wird einer der besten Kartfahrer Europas. Seit dieser Saison fährt er in der Formel 4, der Einstiegsklasse für künftige Spitzenfahrer. Unfälle bei Tempo 200 gehören auch hier dazu. Natürlich ist man angespannt, gar keine Frage. Ich sag mal, die Angst, dass jetzt, sag ich mal, im normalen Unfall, dass was passiert ist, ist eher gering. Aber natürlich, wenn es dann wirklich schief läuft, dann kann man sich auch mal wirklich wehtun. Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages auch im Fußball so, auch beim Skifahren so. Sport auf dem Niveau ohne Risiko gibt es, glaube ich, kaum. Wer im Rennsport nach oben will, braucht viel Talent und noch mehr Geld. Niklas hat schon sein eigenes Rennteam mit pinkem Auto und Mechaniker. Er fährt am Persischen Golf, in Italien und Deutschland. Kostenpunkt rund 300.000 Euro pro Saison. Ein Großteil des Geldes übernimmt sein Vater Jörg. Das ist mit Sicherheit eine der teuersten Sportarten, die man machen kann. Und wenn man dann in so eine Karriere investiert, dann kommt eigentlich, sag ich mal, so der Rückfluss relativ spät. Ja, das ist sicherlich anders als in anderen Sportarten. Also ich glaube, es ist irgendwo jetzt so ein Punkt erreicht, wo man sagt, die Investition, die geflossen ist, führt zumindest mal, dass er irgendwo eine berufliche Karriere im Kontext Motorsport machen kann. Niklas liebt das Leben eines Profis. Donnerstags morgens bricht er zu den Rennen in Europa auf. Dazwischen muss er mit seinem Fitnesstrainer in Trier Kondition und Kraft bolzen. In der Schule verpasst er durch die Rennen viel. Du fährst morgens um 7:30 zur Strecke, kommst abends um 8, 9 Uhr zurück und musst dann noch Hausaufgaben machen. Das ist schon sehr stressig und man hat auch oft nicht die Motivation dazu, aber man muss es trotzdem machen. Und noch etwas schmerzt ein bisschen. Trotz Formel-4-Karriere darf Niklas seinen Führerschein auch erst mit 17 machen.